Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bevor wir zum zweiten Teil der Vorlesung kommen, gehen wir nochmal kurz zurück und ich möchte nochmal kurz was zur interaktiven Aufgabe sagen. Für diejenigen von euch, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, ich mache euch das jetzt kaputt, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, lieber das Video nochmal pausieren und nochmal zurückspringen und diese Aufgabe noch durchführen. Mit der Aufgabe ging es mir darum, dass ihr ein Verständnis dafür entwickelt, dass Softwarearchitektur, das Verstehen von Software nicht unbedingt gut ist oder einfach zu erreichen ist, indem man einfach Quelltext liest. Das kann man sich insbesondere deswegen klar machen, weil es einfach Systeme gibt mit mehreren Millionen Zeilen Quelltext und wir bräuchten einfach Jahre, um uns den komplett anzugucken und zu verstehen. Und was wir da brauchen, sind Einstiegspunkte. Wir brauchen ein generelles Verständnis von der Software. Und deswegen ist die Architektur der Software und sind generell UML-Modelle eben auch wichtig, nicht nur bei der Erstellung, bevor ich überhaupt Quelltext erzeuge, sondern die sind auch später wichtig für zum Beispiel Quereinsteiger. Stellt euch vor, ihr kommt jetzt in ein Unternehmen, SAP oder Telekom, die Corona-Warn-App implementieren und ihr sollt jetzt plötzlich Änderungen machen, dann müsst ihr verstehen, wie diese App funktioniert. Ja, und dafür ist es relativ sinnlos, sich einfach nur den Quelltext anzugucken, sondern wir brauchen dazu ein tiefes Verständnis und da können uns Modelle helfen. Ich hoffe, ich habe euch jetzt genug motiviert und der erste Teil war ja doch relativ allgemein zur Softwarearchitektur. Man kann sich da natürlich schwer was drunter vorstellen, wenn man das noch nicht gesehen hat. Wir kommen jetzt zu den versprochenen Lollis. Wir gucken uns jetzt an, wie diese Lollis helfen und was die mit Softwarekomponenten zu tun haben. In der letzten Vorlesung haben wir uns Diagramme angesehen oder in den letzten zwei Vorlesungen. Und beim letzten Mal habe ich die Unified Modeling Language, UML, vorgestellt. In der UML gibt es insgesamt 14 Diagrammtypen. Wir werden nicht alle von denen durchsprechen, wir haben aber schon drei gesehen. Und zwar sind das alles Verhaltensdiagramme. Wir drücken damit das Verhalten des Systems aus. Anwendungsfalldiagramme, Aktivitätsdiagramme und Zustandsdiagramme haben wir uns schon angesehen. Wir werden uns später noch Sequenzdiagramme ansehen. Und in der heutigen Vorlesung werden wir uns das erste Mal Diagramme angucken, mit denen wir die Struktur modellieren können. Ja, und es gibt zwei Diagrammtypen, die sehr verbreitet sind in der Industrie und mit denen ihr später, sehe ich, im Laufe eures Lebens zu tun haben werdet. Das sind Klassen- und Komponentendiagramme. Und ganz grob gesagt, ganz kurz gesagt, auf den Punkt gebracht, sind Komponentendiagramme eher dafür, die Grobarchitektur, den Grobentwurf zu machen und Klassendiagramme eher für den Feinentwurf. Und da das die Unterteilung für diese und die nächste Vorlesung ist, gucken wir uns eben heute Komponentendiagramme an, wo die Idee ist, wie schneide ich überhaupt mein System, was werden diese Teile sein? Und in der nächsten Vorlesung werden wir uns dann angucken, wie man diese Teilsysteme auch wieder modellieren kann. Und diese Klassendiagramme, die werden euch relativ bekannt vorkommen, wenn ihr, wenn euch die objektorientierte Programmierung vertraut ist, weil die natürlich ziemlich nah an der Implementierung dann schon sind. Heute aber zu Komponentendiagrammen. Ein Komponentendiagramm, und das ist jetzt wieder ein bisschen Text, vielleicht didaktisch nicht so sinnvoll, aber für euch natürlich zum Lernen später nochmal gut, Sachen nachzulesen. A component is a replaceable part of a system that conforms to and provides the realization of a set of interfaces. Also, eine Komponente ist ein austauschbarer Teil, der uns eine Schnittstelle bereitstellt, die beziehungsweise eine Schnittstelle vielleicht erfüllen muss, um mit anderen Softwarekomponenten zusammenzuarbeiten, allerdings den anderen Softwarekomponenten potenziell auch was anbietet. Was sind jetzt diese Schnittstellen? An interface is a collection of operations that specify a service that is provided by or requested from a class or component. Schnittstellen kennt ihr aus der Java-Programmierung oder aus anderen Programmiersprachen der objektorientierten Programmierung. Eine Schnittstelle gibt uns an, auf was wir von dieser Klasse, von dieser Einheit zugreifen können. Während wir in der nächsten Woche auch durchaus wieder darauf zurückkommen, auf Schnittstellen über Klassen und darüber sprechen werden, wird es heute darum gehen, auf Schnittstellen auf einer anderen Ebene, und zwar einfach höher skaliert. Es geht also nicht nur um
eine Schnittstelle von einer einzelnen Klasse, sondern es geht eine Schnittstelle von einem Teilsystem der Software. Und dieses Teilsystem kann Millionen Zeilen Quelltext haben, aber es gibt vielleicht eine kleine Schnittstelle mit, ja, man kann sich das vorstellen, einfach wie so zwei, drei Klassenschnittstellen, die wir aus der Objektorientierung können. Und das ist alles, was diese Komponente bereitstellt, und die versteckt dadurch sozusagen auch relativ viel. Das ist übrigens ein wichtiges Prinzip der Kapselung, aber da kommen wir später nochmal drauf. Jetzt gibt es zwei Arten von Schnittstellen. An interface that a component realizes is called a provided interface, meaning an interface that the component provides as a service to other components. The interface that a component uses is called required interface, meaning an interface that the component conforms to when requesting services from other components. Diese Schnittstellen sind die einzige Art und Weise, wie diese Komponenten miteinander sprechen können. Und da gibt es eben diese zwei Arten von Schnittstellen, die wir haben können. Das eine ist das Provided Interface, auf Englisch die angebotene Schnittstelle. Das heißt, welches Angebot macht die Softwarekomponente zu anderen Sachen? Und wir werden sehen, dass wir dafür Lollies nutzen werden. Diese Lollies demonstrieren, was diese Komponente anbietet. Was man benötigt, was man sozusagen an Zuckerware benötigt, das zeigt das Required Interface oder eben die benötigte Schnittstelle. Und das Ganze gucken wir uns jetzt grafisch an, wie das Ganze aussieht und aufzumalen ist. Da das immer ein bisschen dauert, bis ich alles zeichne, ihr könnt versuchen, euch das gleich einzuprägen, wie das aussieht, und nachher, ohne nochmal in die Folien zu gucken, versuchen, solche Diagramme nachzuzeichnen. Da wir hier wieder über einen Teil von einem System reden, ist es so, dass wir hier ähnlich, wie wir das in den Anwendungsfalldiagrammen schon gesehen haben, dass das System ein eckiger Kasten ist, haben wir ja auch es mit eckigen Kästen zu tun. Eine Komponente ist also im Wesentlichen ein eckiger Kasten, ein Rechteck. Damit wir das erkennen können, ob es sich um das System in einem Anwendungsfalldiagramm handelt oder eben um eine Komponente, haben diese Komponenten ein spezielles Zeichen, was wir typischerweise rechts oben in die Ecke einbauen. Dieses kleine Zeichen deutet einen Kasten mit zwei Fenstern an, und wir werden gleich noch sehen, was diese Fenster eigentlich bedeuten. Ganz grob, mit denen können wir in das System reingucken. Wir werden gleich noch eine Notation kennenlernen, wie diese Fenster aussehen. Komponenten an sich machen jetzt noch wenig Sinn. Das heißt, ein Diagramm besteht jetzt einfach aus mehreren Komponenten. Aber wichtig ist für uns zu verstehen, wie diese Komponenten eigentlich zusammenarbeiten und welche Komponenten zusammenarbeiten. Weil, wenn wir jetzt große Teams haben, dann ist es natürlich wichtig zu verstehen, und wir Komponenten auf Teams aufteilen, dann ist es wichtig zu verstehen, welche Komponenten arbeiten dann mit anderen Komponenten zusammen. Da gibt es die benötigte Schnittstelle, die sieht so aus. Englisch Required Interface. Und das legt sozusagen fest, was benötigt diese Komponente, um zu funktionieren. Wenn wir ein Komponentendiagramm haben, sollte jede dieser benötigten Schnittstellen irgendwie verbunden sein. Wir werden gleich sehen, wie wir die verbinden. Wir malen die nämlich einfach dann neben eine angebotene Schnittstelle, Englisch Provided Interface. Und das ist die Stelle, wo ich die ganze Zeit darauf hinaus wollte. Das ist also sozusagen der Lolli, den wir anbieten. Den die Komponente anbietet für andere Teile. Um das zu verstehen, wie das zusammen funktioniert, gucken wir uns da auch wieder ein Beispiel an. Und zwar habe ich mir überlegt, dass wir ein E-Mail-Programm modellieren und überlegen, welche Komponenten das haben kann. E-Mail-Programme können sehr komplex sein, und das kann durchaus sein, dass die
selbst schon hunderte von Komponenten haben. Wir wollen das natürlich jetzt hier einfach machen und ihr sollt nicht so lange warten müssen, bis ich das gezeichnet habe. Also, es geht um einen E-Mail-Client. Die wahrscheinlich wichtigste Funktion von einem E-Mail-Client, wir wollen damit E-Mails lesen. Das heißt, in dem E-Mail-Client gibt es einen E-Mail-Viewer. So, und um zu sagen, dass das eine Komponente ist, müssen wir also Folgendes damit machen. Wir müssen dieses kleine Symbol in die Ecke malen und typischerweise macht man das eben immer an die gleiche Stelle, rechts oben. Eine Komponente macht jetzt irgendwie wenig Sinn, wenn wir Zusammenhänge zeigen wollen. Was gibt's noch oft in einem Kalender, in einem E-Mail-Programm? Wir wollen vielleicht Kalender anzeigen. Das heißt, es gibt vielleicht auch einen Kalender-Viewer. Ich lasse jetzt da an der Stelle ein bisschen Platz. Ich werde das später einfügen, damit es jetzt hier ein bisschen schneller geht. Diese kleinen Symbole sollen uns jetzt hier nicht aufhalten. Wichtig ist aber, dass ihr da wirklich immer dran denkt, dass die auch drin auftauchen. Sonst ist es nicht erkennbar, dass das ein Komponentendiagramm sein soll und dass das Komponenten sind. Gut, und dann haben wir vielleicht irgendwie eine Datenbank mit Kontakten und auch die sind wichtig fürs E-Mail-Schreiben, weil ich möchte vielleicht nicht jedes Mal die E-Mail-Adresse neu tippen, wo ich mich vielleicht auch vertippen kann, dann kommt die E-Mail nicht an. Wir wollen also auf Kontakte zugreifen. So, und jetzt machen so die Komponenten irgendwie noch wenig Sinn. Die müssen irgendwie noch miteinander kommunizieren. Und hier ist es so, dass die Kontakte eine Schnittstelle anbieten, damit man auf Kontakte sozusagen zugreifen kann und E-Mail-Adressen zum Beispiel nachgucken kann. Und die wird benutzt bzw. benötigt von der E-Mail-Anzeige. Jetzt kann man sich fragen, beim E-Mail-Schreiben ist das klar, das hatte ich eben motiviert. Bei der E-Mail-Anzeige kann es vielleicht sinnvoll sein zu wissen, dass der Name zu der Person angezeigt wird, so wie es in meinem Adressbuch steht. Neuere E-Mail-Programme haben meist die Möglichkeit, direkt in der E-Mail-Vorschau bei Kalenderanfragen oder Anfragen für einen bestimmten Termin uns direkt den Kalender an diesem Tag anzuzeigen. Ja, das ist ganz nützlich, weil man dann relativ schnell sieht, ob man da verfügbar ist oder nicht. Und dafür können wir innerhalb einer E-Mail, also in einem kleinen Ausschnitt, den Kalender anzeigen. Und das kann eine angebotene Schnittstelle sein von dem Kalenderviewer. Das ist jetzt soweit relativ einfaches Prinzip. Wir wollen es jetzt auch an der Stelle bei belassen. Sind jetzt erstmal nur drei Komponenten. Wir werden das gleich noch ein bisschen weiter ausführen. Hier nochmal der Hinweis, das soll lange nicht vollständig sein, sondern hier geht es bloß darum, dass ihr das System versteht. Jetzt haben große Systeme noch ein Problem, und zwar, wie skalieren jetzt eigentlich diese Komponentendiagramme? Angenommen, es gibt ein Riesensystem, was ihr mit 1000 Leuten entwickeln wollt. Ja, also das ist so die Größenordnung. Wahrscheinlich sind es sogar mehr Personen, wenn wir uns ein heutiges Auto angucken, dann gibt es da tausende, wenn nicht gar zehntausende Leute, die da dran involviert sind, dafür die Software zu schreiben. Und die Frage ist, wie arbeiten die eigentlich zusammen? Und jetzt können wir so ein Komponentendiagramm aufstellen, aber jetzt haben wir irgendwie ein Problem, weil wenn ich jetzt so ein Diagramm machen will, dann kann ich in dieses eine Diagramm vielleicht so gut irgendwie 10 Komponenten aufnehmen und dann sehe ich irgendwie noch sinnvoll was. Ja, mehr wird da irgendwie schwierig. Aber dann sind diese Komponenten vermutlich noch nicht das, wo ich Entwicklerteams dran arbeiten lassen kann. Ja, wenn da in einer späteren Vorlesung nochmal drauf kommen, was so eine sinnvolle Größe ist für ein Team. Und da ist so eine Daumenregel, sind vielleicht irgendwie so 5 bis 10 Personen. Hunderte, Tausende sehe ich nicht, die an einer Komponente entwickeln. Die andere Möglichkeit, die wir haben, wir könnten jetzt sagen, naja, wir machen jetzt so kleine Komponenten, aber dann sind es eben auch vielleicht 1000 Komponenten für unser Fahrzeug. Jetzt haben wir aber ein Problem, wie wollen wir das darstellen? Natürlich können wir überlegen, das einfach als riesige Wand zu machen und die damit zu tapezieren.
Und dann ist da einfach ein Riesendiagramm drauf, aber das ist auch keinem mitgeholfen, ne? Weil man einfach schon vielleicht ein paar Monate braucht, um sich das ganze Diagramm anzugucken. Und jetzt gibt es eine relativ simple Möglichkeit, weil was machen wir oft, wenn die Komplexität zu groß wird? Wir führen eine Hierarchie ein. Ja, das kennt ihr von der Ordnerstruktur, da gibt es eben Ordner in Ordnern und so ähnlich passiert das jetzt hier auch. Wir gucken uns nämlich an, wie kann man Komponentendiagramme hierarchisch machen und wie kann man da eine Verschachtelung anbieten, Englisch Nesting. Also es geht uns irgendwie darum, große Systeme, die wollen wir strukturieren und jede solcher Komponenten kann wiederum eine bestimmte Menge von Teilkomponenten enthalten. Es ist sinnvoll, dass es mindestens zwei Teilkomponenten sind, weil sonst haben wir irgendwie noch wenig gekonnt, wenn ich nur eine Komponente in einer Komponente habe. Da haben wir keine Komplexität reduziert. Was jetzt wichtig ist, wann immer wir diese Zerlegung in Teilkomponenten machen, muss alle Kommunikation, die stattfindet, über Fenster passieren, Englisch Ports. Was bedeutet das? Und das zeigt uns gleich, warum wir diese Notation da rechts oben immer machen in den Komponenten. Wir haben das System, diese Komponente, und die wird durchbrochen. Wir können quasi von außen auf Teilkomponenten zugreifen, aber das eben nur durch kleine Fenster, durch sogenannte Ports. Ihr kennt das von eurem Rechner, der hat fürs Internet verschiedene Ports, die man eben freischaltet, damit eben der Computer auch von außerhalb erreichbar ist, und andersrum haben irgendwelche Server eben Ports. Und so ähnlich ist das hier auch. Ein wichtiger Punkt dabei ist, wann immer wir solche Fenster benutzen, müssen wir mit einem Pfeil andeuten, welche Teilkomponente dafür zuständig ist. Um euch besser zu merken, wie man diese Pfeile zeichnet, könnt ihr euch vorstellen, ne, wir haben diese Lollis und der Finger der Kinder, der zeigt immer auf diese Lollis. Mama, Mama, diesen Lolli will ich haben. Ne? Also das als kleine Eselsbrücke. Wir gucken uns das jetzt an, wie das Ganze funktioniert. Also angenommen, wir haben eine Komponente. Und die wollen wir jetzt der Einfachheit halber mal in zwei Teilkomponenten zerlegen. Wie gesagt, eine Teilkomponente macht wenig Sinn. Und üblich ist wahrscheinlich so, dass man da drin auch wieder so viel hat, wie man irgendwie sinnvoll in einem Diagramm darstellen kann. Aber das variiert durchaus auch in der Praxis. Teilkomponenten sehen aus wie Komponenten. Ich lasse da auch wieder ein bisschen Platz, das werde ich nachher noch ergänzen, die Symbole rechts oben. Und diese Teilkomponenten können jetzt ganz, wie eben schon kennengelernt, miteinander kommunizieren, über Schnittstellen. Und jetzt ist die Frage, wie mache ich jetzt deutlich, dass diese Teilkomponenten Teil von dieser großen Komponente sind? Naja, und das machen wir einfach, indem wir da noch eine Box außen drumherum ziehen. Jetzt habe ich mir ein bisschen wenig Platz gelassen. Gut, dann werde ich es ein bisschen anders aufzeichnen. So, und auch diese Komponente wird wieder rechts oben ein solches Symbol kriegen. Das machen wir später. Damit wir jetzt sagen können, wie diese Komponente nach außen kommuniziert mit diesem Teilsystem, brauchen wir jetzt Fenster. Wir machen mal zwei Fenster, und zwar eins, in dem wir zeigen, wie man Sachen nach außen leitet, und eins, wie man Sachen nach innen leitet. Das sind also diese Ports. Ich werde ab jetzt wahrscheinlich nicht mehr über Fenster reden, sondern nur noch über Ports, weil das auch im Deutschen üblich ist. Und da gibt es natürlich diese zwei prinzipiellen Fälle. Auch wieder, entweder wir brauchen etwas von anderen Komponenten oder wir stellen etwas bereit für andere Komponenten. Und denkbar ist es jetzt eben, dass eben eine der Komponenten etwas benötigt und wir das sozusagen in einem über einen dieser Ports
realisieren können und andersrum, dass eine Komponente was anbietet und das wollen wir nach außen weiterleiten. Und jetzt kommt die Fallrichtung ins Spiel, die man gern falsch macht und die ihr euch hoffentlich jetzt einprägen könnt mit meiner Hilfe. Das sind die sogenannten Delegates, mit denen wir sagen, diese Schnittstelle, die wird delegiert an diese Teilkomponente. Ja, das ist die vorhandene Schnittstelle. Diese Delegates werden markiert mit einem Schlüsselwort. Und das muss auch immer so in eckigen Klammern dastehen. Und an der Stelle ist es jetzt ein bisschen schwierig zu sehen, wo die Pfeilspitze ist, aber wir können uns ja vorstellen, dass hier unten der Lutscher ist und dass wir auf die Stelle zeigen. Und auch da müssen wir wieder Delegate dran schreiben. So, jetzt habt ihr das Prinzip mal gesehen und das wollen wir jetzt nochmal anwenden auf unseren vorherigen E-Mail-Client. Denn da ist es ja denkbar, dass wir vielleicht auch noch Komponenten haben, die außerhalb des E-Mail-Clients liegen. Ja, was zum Beispiel denkbar ist, ist, es gibt HTML-E-Mails und warum sollen wir jetzt, dass die Anzeige der HTML-E-Mails neu erfinden und neu implementieren? Wir wollen vielleicht was wiederverwenden. Ja, und da, das war auch einer der wichtigen Gründe überhaupt für Komponentendiagramme. Wir wollen zeigen, was man wiederverwenden kann. Und jetzt können wir also irgendwie einen Browser haben, der ist außerhalb dieses E-Mail-Clients und für den wollen wir jetzt irgendwie nutzen. Wie können wir das machen? Naja, erstmal müssen wir sagen, wo sind denn die Grenzen von unserem E-Mail-Client? So, angenommen, das sind die Grenzen von unserem E-Mail-Client. Das ist im Übrigen auch die Notation, wie wir das dann machen. Wir schreiben irgendwo oben den Namen dieser Komponente rein, die sich zusammensetzt aus Teilkomponenten. Und hier können wir jetzt eben sagen, hier gibt es einen solchen Port. Und dieser Port wird bereitgestellt vom Browser. Und auch hier müssen wir wieder sagen, welcher Teil braucht das denn jetzt? Naja, der E-Mail-Viewer braucht das. Ja, das hat mit dem Kalender und den Kontakten wahrscheinlich wenig zu tun. Der benötigt das. Und hier muss also der Pfeil hin. Und hier sehen wir auch die Pfeilrichtung. Und Delegate müssen wir dran schreiben. Gut, damit habt ihr das auch hier an dem Beispiel mal gesehen. Wie gesagt, nochmal die Erinnerung, ihr müsst auf jeden Fall immer diese Symbole rechts oben reinmalen, sonst ist es nicht erkennbar als Komponente. Abschließend möchte ich noch ein paar Regeln nochmal explizit machen, die diese Komponentendiagramme haben. Und zwar erstmal die Namen der Komponenten müssen eindeutig sein. Ja, wenn ich in einem Diagramm bin, dann sollten die Namen eindeutig sein. Natürlich ist es auch sinnvoll, wenn wir so ein Gesamtsystem haben und vielleicht viele Komponentendiagramme haben, dass die Namen letztlich eindeutig sind und wir da immer auf die gleiche Komponente zugreifen. Es gibt eine Möglichkeit bei den Hierarchien, dass man sagt, nur innerhalb der Hierarchie muss es eindeutig sein. Ja, da gibt's das wäre so, die Entsprechung wäre die Full Qualified Names in Java. Ihr könnt eine Klasse mit dem gleichen Namen haben, aber dann muss sie in einem anderen Package liegen. Ja, so ähnlich kann man sich das hier auch vorstellen. Prinzipiell ist möglich, dass eine Komponente beliebig viele dieser angebotenen und benötigten Schnittstellen hat. Allerdings ist es eben sinnvoll, dass man wenigstens eins von beiden hat, weil sonst kommuniziert die Komponente mit nichts und dann trägt sie quasi nicht zum Rest des Systems bei. Es ist auch sinnvoll, dass eben jede benötigte Schnittstelle mit irgendwas verbunden ist, es sei denn, wir wollen explizit zeigen, da fehlt noch was. Und Komponenten sollten untereinander letztlich verbunden sein, weil wenn es überhaupt keine Verbindung gibt, dann kann es auch keinen Austausch geben zwischen diesen Komponenten und dann können sie nicht gemeinsam zur Lösung beitragen. Wir können Teilkomponenten beliebig schachteln, das habe ich schon erwähnt, und wann immer wir sozusagen mit Teilkomponenten kommunizieren, dann brauchen wir eben diese Ports und Delegates.
Abschließend möchte ich den Teil mit einem Zitat von Gordon Bell. The cheapest, fastest and most reliable components are those that aren't there. Wir haben im Moment noch nicht darüber gesprochen, wie wir Software irgendwie günstig machen, wie wir sie schnell hinbekommen, was ist überhaupt diese Verfügbarkeit oder irgendwelche Sicherheitseigenschaften. Allerdings ist es so, dass wir in der Softwareentwicklung eigentlich einen Trend sehen und überhaupt in der Gesellschaft, dass Software-Systeme immer komplexer werden. Ja, man fügt einfach immer mehr hinzu und mehr und mehr und mehr. Und deswegen ist das eigentlich eine der Kerneinsichten und eine der wichtigsten Eigenschaften von Software. Wir sollten niemals damit angeben, wie groß unser System ist, sondern wir sollten sagen, wir schaffen das mit 100 Zeilen Code auf genau das zu kommen oder genau das zu ermöglichen. Das heißt, wir versuchen eher, Sachen möglichst einfach zu gestalten in der Implementierung, weil die kosten uns Zeit in Erwartung, in der Weiterentwicklung. Das werden wir uns später nochmal angucken. Jeder Teil der Software kann irgendwie das verlangsamen oder kann eben auch ein Angriff für die Verlässlichkeit der Software sein. Und dafür hatten wir auch schon ein Beispiel. Ja, die Adriane 5 Rakete ist deswegen abgestürzt, weil da zu viel Software drin war. Da war eine Komponente drin, die Ariane 4 brauchte, die Ariane 5 nicht brauchte, und nur wegen der ist die Rakete abgestürzt. Gut. Was hat das jetzt eigentlich mit diesem Komponentendiagramm zu tun? Naja, erst die Zerlegung in Komponenten ermöglicht mir, kritisch darüber nachzudenken, welche Komponenten brauche ich eigentlich. Weil die Entscheidung, welche Zeile Quelltext brauche ich und welche nicht, die ist natürlich wesentlich weniger bedeutend, dass man eine Zeile Quelltext weniger hat, als eine Komponente weniger. Ja, das heißt, ich kann mir letztlich vielleicht ein Team einsparen, das diese Komponente warten muss. Jetzt geht es nicht darum, Softwareentwickler, keine Angst, die werden dadurch jetzt nicht arbeitslos, sondern es ist eigentlich eher so, dass die Softwareentwicklung dadurch günstiger wird und dass wir auch sichere Software erhalten, wenn wir eben überlegen, ganz kritisch überlegen, welche Komponenten brauchen wir eigentlich und auch Komponenten wieder verabschieden, dass wir irgendwann sagen, wir entwickeln das System jetzt so um, dass wir auf diese Komponente verzichten können. In diesem Teil der Vorlesung haben wir uns angeguckt, wie können wir Architekturen beschreiben mit Komponentendiagrammen aus der UML. Wir haben uns auch angeguckt, insbesondere wie wir große Systeme überhaupt erstmal in Komponenten zerlegen können und wie wir die auch durch Verschachtelung von diesem Komponentendiagramm besser skalieren können. Das Ganze könnt ihr am besten nachlesen im UML User Guide im Kapitel 15. Jetzt, das wird euch jetzt nicht groß überraschen, auch hier würde ich euch vorschlagen, dass ihr jetzt selber ein Komponentendiagramm zeichnet. Versucht mal, nicht nochmal in die Unterlagen reinzugucken und guckt, ob ihr euch alles gemerkt habt. Ihr sollt wieder die Corona-Warn-App modellieren. Und hier ein wichtiger Hinweis, es geht hier nicht darum, es geht ja wenig um richtig und falsch, was ist jetzt eine gute Zerlegung und eine schlechte Zerlegung, sondern es geht primär darum, dass ihr verstanden habt, wie man diese Diagramme zeichnet. Und da könnt ihr euch auch selber irgendwie Zeitlimits setzen und sagen, ihr wollt das jetzt innerhalb von 5 Minuten schaffen. Man will damit ja auch keine Zeit vergeuden. Es geht aber nicht darum, ob das jetzt eine sinnvolle Zerlegung ist, das können wir an der Stelle noch gar nicht entscheiden. Ja, wir haben nicht alle Anforderungen angesehen. Ihr habt auch noch nicht die Erfahrung wie ein Software-Architekt, der schon 20 Jahre dabei ist. Deswegen ist ganz klar, es geht jetzt nicht darum, die richtige Zerlegung zu finden, sondern zu überlegen, was könnten Komponenten sein und wie können die miteinander interagieren. Vielleicht gibt es ja sogar Verschachtelung da drin. Und auch da ist es wieder gut, wenn ihr euch gegenseitig Feedback dazu gebt, dass ihr sagt, was war das beste Beispiel, was ihr da im Moodle gesehen habt, oder euch gegenseitig auch Feedback gibt, wo eine Notation vielleicht noch nicht ganz richtig war. Gut, dann viel Spaß mit der Aufgabe und bis gleich.